Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr einen eigenen Assistenten anlegen könnt, wie hier. Dazu werden wir eigene Icons hinzufügen und alles sollte dann am Schluss noch büroübergreifend sein. Wie fangen wir eigentlich an? Ich habe natürlich was vorbereitet. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier in meine Gründung gehe, dann könnt ihr euch einfach einen Rahmen festlegen, den könnt ihr so breit oder hoch wählen, wie ihr wollt. Dann legt ihr einfach eure 3D-Elemente hier rein, stellt die Schnitteigenschaften ein, die Stiftstärken, Farben und so weiter und so fort. Und damit ihr irgendwie hier seht, wie es aussieht, wenn ihr das Ganze schneidet, müsst ihr hier ein paar Stielflächen anlegen, denn hier sind ja Bauteile vorhanden, die im Grundriss nicht die Schraffur darstellen. Deswegen einfach eine Stielfläche drüber legen, dann funktioniert das. Gut, hier habe ich zum Beispiel noch eine Hüllfläche und eine Füllfläche hinzugefügt, Bohrabfälle, die ich am Schluss mit Stückzahlen auswerten kann und einfach ein paar Füllflächen, damit ich Bauabschnitte markieren kann. Dann habe ich noch ein freies Ebenenpaar, Ortbeton, Bodenplatte und so weiter und so fort. Aber wie ihr das belegt, ist komplett euch frei überlassen. Damit wir das Ganze in einem Assistenten mit aufnehmen können, ist das jetzt ein einzelner Reiter, also wie hier zum Beispiel diese Gründung. Geht dazu auf Datei, Kopie speichern als Assistent und anzeigen. So, jetzt könnt ihr das Ganze abspeichern. Ich gehe hier auf Büroassistent und jetzt mache ich einen neuen Ordner YouTube. Und hier speichere ich die Gründung nass ab. Aufgepasst, kein Ü, Ä oder Ö verwenden, sondern zum Beispiel bei Gründung dann UE draus machen. Jetzt fragt er mich, wie soll denn der neue Assistent heißen? Ich nenne ihn YouTube und habe jetzt in meinem Assistenten YouTube die Gründung. Aber das ist jetzt nur für mich privat und nicht für meine Kollegen, keine Icons und so weiter und so fort. Also das stellen wir alles noch ein. Ich wechsle das Teilbild, hole mir jetzt noch den Schalplan. Das ist mein Schalplan mit der Bemaßung, Textlinien und so weiter. Und das Ganze mache ich jetzt auch hier mit Datei, Kopie, Speichern unter als Assistent. Wieder auf Büro, YouTube, Schalplanung, NAS, Speichern. Gruppenname, derselbe wie gerade, wird mir eh schon vorgeschlagen, YouTube. Ja, okay. So, jetzt haben wir hier das Ganze. Jetzt können wir auch eine neue Gruppe zum Beispiel anlegen. Brauche ich in diesem Fall schon. Das ist die NAGD-Datei von Assistent. Die kopiere ich mir jetzt einfach. Gehe auf mein Büroassistent YouTube und füge das Ganze hier ein und breche hier an dieser Stelle ab. Ich wechsle, Moment, in mein Allmenü. Ich gehe auf Service, Windows Explorer, STD. Jetzt bin ich im Standardverzeichnis von Allplan und jetzt kann ich hier auf Assistent gehen, YouTube. Und jetzt haben wir hier unsere drei Dateien, zwei NAS und eine NAGD-Datei. Wenn ich diese jetzt mit Rechtsklick und einem Editor öffne, die meisten haben einfach nur den standardmäßigen Editor von Windows, und dann holen wir uns das auf diesem Bildschirm rüber. Hier stehen jetzt folgende Dinge drin. Der Assistent öffnet die Datei in diesen Ordner und dann hier seht ihr das alles. Das ändern wir jetzt ein bisschen ab und das wie folgt. Aber zuerst erstellen wir uns noch Icons, damit diese auch mit aufgenommen werden in dieser NAGD-Datei. Wir erstellen uns einen neuen Ordner. Neu. Ich nenne ihn immer Icons. So. Dann braucht ihr Paint. Normale Paint, das klassische. Jetzt müsst ihr euch ein Zeichenfeld erstellen von 16 mal 16 Pixel. Und dann habt ihr hier
jede Menge Platz für ein Icon. Wir haben Gründung und Schaltplanung. Die Schaltplanung, da mache ich mir jetzt einfach mal zwei Linien. Moment, wie kann man denn formen? Eine Linie, Strichstärke ganz dünn. Ich mache mir hier eine schöne Mauslinie. Wunderschön. Und schreibe noch eine 1 drüber. Wow. Jetzt erkenne ich sofort, das ist eine Mauslinie. Das gehört zu dem Schaltplan. Ich speichere das Ganze. Speichern unter Icons. Schaltplan-Ico. Speichern. So, und jetzt könnte ich das nochmal abändern und dann, hoppala, Steuerung Z. Auch hier funktioniert Steuerung Z rückgängig, wie auch im Windows Explorer. Und jetzt brauche ich noch ein Icon für meine Gründung. So, dann machen wir einfach mal in 2D hier eine schöne Bodenplatte. Und dann machen wir noch eine Wand da drauf. Und dann markieren. Uppla. Wunderschön. Jetzt markiere ich mir noch in Rot die Bodenplatte und schon erkennt man, okay, es handelt sich hier um die Gründung. Wunderbar. Speichern unter. Gründung, wieder mit UE schreiben. Punkt ICO. Speichern. Gut. Wir wechseln zurück auf unsere NAGD-Datei. Ich möchte Folgendes ändern. Ich möchte hier bei der Gründung vorher hier den ganzen Rattenschwanz in einen Punkt ändern. Das reicht nämlich aus, damit die NAGD-Datei weiß, okay, wir sind im selben Ordner. So, das erspart euch eine Menge Ärger, kann ich euch jetzt schon verraten. Gut, wir haben den Namen Gründung und Schaltplan NAS. Also, wir gehen in diesen Ordner, wo wir gerade sind und haben zusätzlich Gründung und Schaltplanung. Was wir jetzt noch hinzufügen wollen, ist Folgendes. Vor diesem Backslash schreiben wir Icon File ist gleich Gänsefüßchen. In Bayern heißt es Gänsefüßchen, wer mir was anderes verratet, sagt, der lügt. Dann mit Alt-GR und Scharf-S kommt dieser Slash hier und dann schreibt ihr hier Icons, weil der Ordner jetzt erstmal in Icons springen muss und dann Gründung.ico. So. Ich schaue bloß immer, ob ich es richtig schreibe im anderen Explorer. Und hier auch nochmal Icon File ist gleich Gänsefüßchen Icons. Und hier hatten wir Schaltplan. Ich glaube Schaltplan.ico. Gänsefüßchen. So. Jetzt haben wir das Ganze hier. Und speichern. Jetzt nehme ich diese NAGD-Datei und kopiere sie mir einfach einmal als Save. Warum? Ihr könnt mich jetzt von Computer zu Computer hergehen und das Ganze bei jedem eurer Mitarbeiter laden im STD-Ordner. Und wenn jetzt einer dabei ist, der ändert irgendwas an dem Assistenten oder lädt irgendetwas falsch, oder fügt was hinzu, dann kann sich diese NAGD-Datei ändern. Und ihr wollt aber nicht, wenn ihr zum Beispiel 20 Reiter habt, nicht jedes Mal wieder diese Icons damit verknüpfen und so weiter und so fort. Deswegen einfach eine Save-Datei erstellen, dann seid ihr sicher. Gut, wir sind hier zurück. Jetzt machen wir Gruppe entfernen und Rechtsklick Gruppe hinzufügen. Wir suchen uns im Büroassistent YouTube und holen uns die YouTube NAGD. Und wie ihr seht, haben wir jetzt gleich dieses Icon wunderschön gemacht und auch dieses Icon und können jetzt unseren Assistenten immer switchen. Als kleinen Tipp, schreibt euer Datum dran, damit ihr wisst, wann ihr den Assistenten überarbeitet habt. Auch wichtig ist, bevor ihr einen Reiter abspeichert, immer ganzen Bildschirm darstellen lassen.
damit ihr nicht irgendwo in 200 Meter Entfernung einen kleinen Strich habt. Sonst müsst ihr hier immer auf euer Bildchen zoomen. Das wollt ihr natürlich nicht. Ja, ich beende das Video. Liken, abonnieren, passt schon.